Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legacy of Kain, The Fanes. Was geht ab? Wir haben ja in der letzten Folge aufgehört, an dem Punkt, wo wir in der Kathedrale waren. Wir haben Kain getötet, wir haben ihm das Herz aus der Brust gerissen, wir spielen Raziel, den guten alten Kumpel. Und jetzt sind wir hier. Und ja, wir müssen zurück zu Vorados Anwesen. Und das machen wir auch. Hallo? Achso, zack. Aber das Anwesen von Vorador ist nicht mehr das, was es mal war. In meiner Abwesenheit hatten Möbius-Soldaten das Anwesen überrannt. Ich hoffte, dass sie den Eingang der Krypta und Janos Leichnam noch nicht entdeckt hatten. Von Vorador fehlte jede Spur. Raziel, der siegreiche Held. Ich nehme an, wir sollten dir gratulieren. Kain ist tot. Endlich. Ich nehme an, dass ich dir auch zum Tode Vorados gratulieren soll, nicht wahr? Oder hat er dich erleuchtet? Wir haben ihn. Aber nicht ohne einen hohen Preis zu bezahlen. Das hätte ihn gefreut. Er soll sich stärken, bis sein Kopf fällt. Auf dass endlich alle Vampire in Nosgoth tot sind. Und wird dich dieses Wissen stärken? Denn auch du wirst sterben. Für einen wahren Diener des einen Gottes ist der Tod niemals bitter. Ich werde gehen. Im sicheren Wissen, dass ich meine winzige Rolle im Plan unseres Meisters gespielt habe. Kain ist endlich vernichtet. Und du hast diese Tat vollbracht. Welcher Held denkst du, bist du nun? Der Erlöser der Vampire oder der andere? Hast du schon erkannt, dass es keine Rolle spielte, für welchen von beiden du dich hieltst? Solange das Ergebnis dem Plan entsprach. Und nun ist Kain tot. Wirklich, ich kann dir nicht genug danken. So, es war also alles geplant, jeder Schritt meines Weges. Und Kain dachte, ich könnte wirklich wählen. Tja, er hatte recht. Und das ist der größte Triumph. Den einzigen Spieler, der frei wählen konnte, dazu zu bringen, genau das zu tun, was wir wollten. Gut gemacht, mein treuer Diener. Und nun muss ich eine Hinrichtung veranlassen. Dann kommt her. Tja, Leute, so sieht das Vorador-Anwesen jetzt aus. Vorador's Anwesen ist zerstört. Oh Mann. Alter, die sind so stark, die Pisser, ne? Mein Gott, ey. Jetzt müssen wir hier durch, weil die Tür ist ja vernichtet, also zerstört. Oh, noch mehr Idioten. Das ist so doof, dass Raziel nicht das kann, was Kain kann. Dieses Hochheben mit der Telekinese, das finde ich so doof. Oh, Alter, komm. Noch ein bisschen, dann kann ich die Attacke machen.
kann die nicht hochheben, ne, die großen. Das ist so ätzend. Alter, Fender. So. Bist du jetzt auch endlich tot? Nö, ne, warum auch? Doch, jetzt. Oh, ey, Leute, euer Ernst. Jetzt können wir, wie gesagt, auch Wege einschlagen, die wir vorher halt nicht einschlagen konnten. Alter, die haben die Türen gesprengt. Das ist ein Minus. Ja, hier waren wir ja schon. Das haben wir ja alles schon gemacht. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen hier, glaube ich, nur rauslaufen, oder? Ach nee, wir müssen zur Krypta von Janos, richtig. Ja, diese Viecher sind mir immer noch besser als diese scheiß Söldner. Ja, ich hatte auch Probleme jetzt mit meinem Headset irgendwie. Der Ton war wohl nicht so ganz prickelnd. Haben viele Leute mir geschrieben unter die Videos. Ihr könnt mir ja dann mal sagen, ob ihr das jetzt besser findet. Das war's schon. Ja, sorry Leute, dass ich jetzt so viel kämpfe hier, aber ich brauche unbedingt Energie. Wer weiß, was noch für Gegner kommen. Aber... So, das reicht. Und tschüss. So, und jetzt? Oh, noch mehr Söldner. Und auch noch ein großer, ne? Oh, das ist nicht der Ernst. Alter, wo fliege ich denn? Ach ja, hier. Au. Hey, 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 sowas sagt man aber nicht, ne? Bäm und drei weggepackt. So. Das Spiel, das geht schon ordentlich ab. Komm her. Zack. Direkt. Er macht das noch mehr kaputt. Die Villa hier. Eigentlich hätte ich der Telekinese machen müssen, aber ich habe den Typen da irgendwie gegengeschlagen. Oder ich habe wohl automatisch dann auf Telekinese-Taste gedrückt. Hm. Na gut, aber wie gesagt, wir können jetzt weiter. Oh, jetzt... Was ist... Hier hinten irgendwie noch hin.
Ne, hier ist gar nichts. Ich dachte, hier wäre ein Artefakt oder so. Ach, hier war der... Oha. Auch noch zwei große, ne? Das ist wieder richtig geil hier im Borados Anwesen. Wie gesagt, ich kämpfe lieber gegen irgendwelche Monster, aber nicht gegen so eine großen, fetten Söldner. Geh mal her, dein komisches Fleisch da. Au. Oh. Hallo, ist auch in Ordnung, bleib. Das ist so ätzend hier. Jo, haut noch mehr drauf. Alter, das Leben, ne? Das geht weg wie Butter. Du gehörst nicht in diese Welt, Vampir. Du auch nicht. Meine Herren, aber er blutet schon. Jetzt ist er tot. Zack. Ende der Geschichte. Ah, jetzt kann ich hier durch. Ich habe jetzt den Erdreaver. Hier waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht drin. Oh, Söldner. Also als erstes mal die Magier hier. Okay. Alter, was sind das denn für Viecher? Ach nee, die werden ja jetzt kontrolliert von den Hilden. Waren das alle? Hallo. Okay. Weiß gar nicht. Muss ich überhaupt rein? Ja, stimmt, ich muss jetzt hier runter. Und unser Weg führt uns runter in die Tiefe. Ja, das geht schon ab hier. Oh, noch mehr. Aber ich habe das jetzt irgendwie nicht ganz verstanden vom Möbius. Ist jetzt Borador tot oder ist er jetzt auch geflüchtet und die haben jetzt einfach nur sein Schwert... Weil die sagten ja irgendwie, er soll sich sammeln, sich stärken wieder, bis seine Zeit gekommen ist. Alle tot.
bitten eure Seelen. Ich will sie haben. Hier ist auch einiges kaputt. Ja, wie gesagt, ich kämpfe lieber gegen die Kleinen hier. Anstatt gegen die Großen. Der Große auch schon tot? Nö. Jetzt. Da komme ich auch nicht hin. Jetzt kommen wir hier durch die Tür. Wir haben Borador's Statue weggerissen. Der Arme. Na super. Okay. So, und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß gar nicht, wohin jetzt. Ich komme gar nicht durch die Tür. Okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, das sehen wir dann alles in der nächsten Folge, wie wir uns hier durch das Schloss weiterkämpfen. Ich sage dann erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Legacy of Kain: Defiance. Haut rein!